Hallo und herzlich willkommen bei Madhouse. Wir befinden uns immer noch auf dem Rodelgelände von Ottensheim und neben mir ist Daddy Lion von welcher Crew? Autada Sons. Woher kommt der Name? Autada ist halt ein Begriff aus dem Jamaikanischen und heißt außergewöhnlich, verrückt, nicht in der Ordnung, einfach. Und Daddy Lion braucht man, glaube ich, nicht groß zu übersetzen. Genau, so ist. Du spürst was? Ich spiele meistens Reggae Dancehall. Heute habe ich mir ein bisschen was anderes probiert, ein bisschen elektronischer, ein bisschen ins Dappigere rein. Aber wie gesagt, die Leute werden das ja dann selber sehen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Mit Sicherheit. Was hast du uns damit nochmal so. Also. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Nehme ich mal einfach da wieder. Hast du immer schon Raga aufgelegt oder Reggae? Nein, eher am Anfang Hip-Hop und eben dann habe ich ins Lavko getroffen, das ist mein zweiter Kollege von Autada Sons und da bin ich eher dann zum Reggae gekommen und zum Tanzhall halt. Für Hip-Hop ist es ja relativ ungewöhnlich, würde man sagen, dass man mit einem, was hast du zum Auflegen? Eine Konsole, ein Vestex. Ja. Ja, es ist halt früher halt natürlich noch mit Plattenspieler, aber die Zeit hat sich halt geändert, gell? Jetzt braucht man auch keine Plattenkisten mehr tragen und solche Sachen, das ist dann schon viel angenehmer, sage ich jetzt. Man hat ja da einige Effekte, mit denen man sich ein bisschen spielen kann, von dem her nicht so schlecht. Hip-Hop und Raga ist ja manchmal ziemlich homophob, wie geht's dir damit um? Ja, ich meine, es ist für mich einfach Musik, ne? Also wie gesagt, ich bin nicht homophob oder sonst irgendwas. Es muss jeder selber wissen, was er tut. Die Musik ist halt auch so und es kommt halt aus dem Karibischen und ja, wie gesagt, es ist einfach nur Musik. Wie lange legst du schon auf? Jetzt bin ich 8 Jahre bei Autada Sons. Also vorher eher daheim und im Zimmer und sonstige Sachen und seit 8 Jahren bin ich jetzt bei Autada. Hast du das gegründet oder bist du dann dazu gekommen, oder war es so ein Gemeinschaftsding? Autada ist eigentlich ein Steirer Sound. Der Lobo Loco hat den gegründet, das dürfte jetzt schon sicher 20 Jahre fast aussehen, glaube ich. Und ja, meine, die Crew ist jetzt ganz anders, ne? Das Lavko ist später dazu gekommen und hat das praktisch dann weitergeführt. Und ich bin halt das letzte Mitglied gewesen dann. Das heißt, wenn du von Hip-Hop zu Raga und jetzt ein bisschen so Elektronik gehst, hast du gerade den Drang, dass du dich wieder neu erfindest? Irgendwie immer, ne? Also ich habe wieder meine Phasen, da wo ich eher mehr Dub mag, wo ich eher dann wieder mehr Reggae mag, dann habe ich wieder meine Tanzhall-Phase. Das ist halt, das wird halt ein bisschen Abwechslung drinnen ist. Ne? Wo zieht sich gerade am meisten hin? Momentan ein bisschen in das Grammige rein. Also ja. das ist schon was ganz was Dickes. Ja. Du produzierst aber auch oder bist du einfach nur am Auflegen? Ich bin eigentlich nur am Auflegen. Natürlich sitzen wir ab und zu im Studio mit Daka zum Beispiel, ist ein Artist aus Linz, eher, also eigentlich aus Gambia, wohnt halt jetzt in Linz. Und ja, wir produzieren jetzt schon ein paar Sachen auch, aber hauptsächlich Auflegerei. Organisiert ihr Partys oder wie nennt man das dann? Dances? Dances, genau, so ist es. Ja, schon auch. Ich meine, ich habe jahrelang in Smaragdos gemacht, ich glaube 3 Jahre lang, so einmal im Monat. Ja. Eben die Three Day Yardway hat das geheißen, ne? Immer 3 Sounds und das ist eigentlich hat ganz gut funktioniert auch. Dann vor 3 Jahren habe ich am Ödersee, habe ich ein Babeljahr gehabt, dort habe ich natürlich 3 Monate dann voll Gas gegeben, Caribbean Feeling eingebracht und ja, immer wieder, wenn sich was ergibt natürlich, dann schauen wir schon, dass wir was auf die 4 stellen. Wo legst du am liebsten auf? Am liebsten lege ich in der Stadtwerkstatt auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder in der Kapo. Also das sind halt 2 richtig alte Institutionen in Linz, ne? Und eher die Underground-Szene. Und ja, das sind eigentlich so meine Lieblingsplätze. Oder halt Open Air. Den Namen müssen wir jetzt ausschneiden, sonst wird es nicht mehr Underground bleiben. Genau. Ja, schön, dass du da warst. Danke fürs Vorbeikommen. Danke, Fisch. Danke an die Madhouse Crew. Es ist echt super und ich hoffe, dir like gefällt es. Mit Sicherheit. Nur irgendwie was ausrichten, sowas wie... ja, an die ganzen Linzer Crews natürlich. Firecloud Sound, Good Vibration, Highlight International. Entschuldigung, wenn ich irgendwen vergiss, Badaboom, Ananana. An alle einfach. Peace.